Willkommen zurück zu Resident Evil 4. Es geht weiter, Freunde. Hier sind wir nun. Ein bisschen angeschlagen, aber das werden wir oft in diesem Spiel sein. Keine Frage. So, ich werde mich jetzt hier noch in Ruhe umgucken. Es ist echt noch ein bisschen verwirrend, wenn man, wenn ich so mit der Kamera, das ist zum Beispiel die jetzt nicht hinter mich drehen kann, aber gut, das ist natürlich... Es ist einfach, das kann zerstört werden. Ja, ich weiß, es ist beabsichtigt, ich soll mich auch drehen. Was war das eben? Ach, das ist ein Huhn. Da will ich noch gar nicht hin. Ich will jetzt erstmal hier das hier, dass ich das mal runterziehen muss mit dem, analogen Stick. Das ist alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, muss ich ehrlich zugeben. Und die Kamera ist mir ein bisschen zu nah an dem Protagonisten, aber das war es schon immer. So ist das Spiel eben. Aber jetzt höre ich auf zu motzen. Jetzt wird gespielt. Ich möchte jetzt erst nochmal zurück, bevor ich hier mache, auch wenn da jede Menge Eier liegen. Die mich jetzt gerade schon noch ein bisschen reizen würden. Das Huhn war fleißig. Ach, hier gibt es jede Menge coole Ideen. Da hinten arbeitet der Typ wieder. Ich weiß nicht, ob der das merkt, wenn ich ihm... wenn ich da Eier mopsen gehe. Komme ich da überhaupt an den Sound vorbei? Ne, geht gar nicht. Ja, toll. Macht nur noch mehr Krach. Ja, wenn die Hühner aufgeregt sind, dann machen sie übrigens noch mehr Eier, glaube ich. Oh, die Eier gehen mit der Zeit aber auch weg. Der Drop bleibt nicht ewig liegen. Okay, das machen wir später. Komm, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Struktur. Ist hier eigentlich was drin? Nee, ist es nicht. Wir werden noch genug finden. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und uns das Dorf angucken. Die Bewohner sind ja beim Läuten alle mitsamt abgehauen. Aber vielleicht sind jetzt wieder welche da. Mal schauen. Auf jeden Fall gab es jede Menge Häuser etc., die ich mir nicht entgehen lassen will. Ich sehe da was. Seht ihr es auch? Aber ich glaube nicht, dass ich das abschießen kann von der Ferne. Das ist bestimmt wieder so eine Medaille, die man finden kann. Oder es ist so eine Art Schmuck, den man hier und da findet. Diese Medaillen kann man aber später deutlich angenehmer sammeln, wenn man, ich glaube, so eine Art Schatzkarte kauft. Dann sieht man die auf der Map. Hier ist noch eine Nachricht. Aufruf der Wachsamkeit. Da wurden wir wohl beobachtet. Das ist eindeutig Leon. Vor kurzem hieß es, ein Mitglied der US-Regierung sei hier im Dorf, um Nachforschungen anzustellen. Sorge dafür, dass er unseren Gast nicht kontaktiert. Falls ihr es nicht wisst, unser Gast ist in seinem Haus hinter dem Bauernhof. Sobald wir so weit sind, bringen wir ihn an einen sicheren Ort im Tal. Dort bleibt er bis auf Weiteres. Passt bis dahin auf, dass der Ami nicht in seine Nähe kommt. Wir wissen nicht, wie die US-Regierung von unserem Dorf erfahren hat, aber wir finden es heraus. Ich glaube jedoch, dass sein Eindringen zum jetzigen Zeitpunkt kein Zufall ist. Sicher ist noch jemand anderes als die US-Regierung in der Sache verwickelt. Männer, bleibt wachsam. Bürgermeister Bitores Mendes. Aha. Ja, also die Leute wissen Bescheid. Ja, und ihr seltsames Verhalten, es ist, wie schon erwähnt, natürlich kein Zombie-Virus. Die Leute leben, aber irgendwas stimmt mit denen nicht. So viel ist ja schon mal sicher. Hier ist gar nichts drin, okay. So, jetzt höre ich hier was. Die Frage, ob das ein... Das könnte ein... hier sein, lediglich. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob da jetzt wieder ein paar Menschen sind. Da waren wir drin. Okay, da gehen wir erstmal weiter. Sieht aber gut aus. Hier da hinten nur ein Huhn. Ich denke, dass das auch nur das Geräusch eines Tieres ist. Noch ein bisschen rennen. Ach, so schön ruhig. Das ist das Schöne an Resi 4, da hat man auch mal die Ruhe. Hier und da. Quasi diesen Erkundungsmodus. Das wird jetzt auch öfters geben. Oh, ein rotes Kraut. Das werden wir gleich mal mit dem grünen mischen. Das bedeutet dann meistens, ich glaube, entweder starke, dreifache Heilung, wenn nicht sogar Vollheilung. Das müssen wir mal gucken, wie das in dem Teil ist. So, gehen wir hier rein. Hier ist ja niemand, ne? Und was halt auch das Schöne ist, ist es jetzt kein richtiges Koop-Spiel. Ich will immer auf Quadrat messen, aber das geht nicht. Brandgranate.
und Geld. Es ist halt kein Koop-Spiel wie bei 5 und 6 und dadurch ist die Atmo meiner Meinung nach eben auch deutlich besser. Und man kann sich auch halt auch Sachen anschauen. Das nimmt sich die Zeit noch dafür. Der Kerl sieht grimmig aus. Ja. Zweifellos. Aus dem Kessel steigt ein unangenehmer Geruch. Riecht nicht gerade nach einem erfrischenden Getränk. Der typische Leon-Humor. Ja, ich weiß, das ist ein Fass, das du zerstören kannst. Und immer drücke ich Quadrat, Mensch. Wegen welchem Spiel? Sieht aus wie Essen, modert aber schon vor sich hin. Aber niemand hat sich die Mühe gemacht, es wegzuwerfen. Okay. Oh, da hinten brennt der Polizist noch. Ich glaube, das war's hier drin, oder? Ich habe da immer ein bisschen Panik, dass ich was übersehe. Ich renne jetzt mal in die Ecke hier. Ne, da war nichts mehr, okay. Hallöchen. Ja, können wir die Kuh eigentlich töten? Also ich habe nichts gegen Tiere und so, aber mir wurde auch in dem ersten Kommentar schon geschrieben, wenn man die Tiere tötet, kann man halt auch was kriegen. Bei dem Huhn, wie gesagt, wenn ich das verscheuche, dann habe ich eventuell die Chance, dass es mir ein Ei hinterlässt oder so. Oder macht es das, wenn ich schieße? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich werde es mal ein bisschen jagen. Wir sind ja nicht bei Zelda, wo dann, keine Ahnung, sonst was passiert. Könntest vor Aufregung ruhig mal ein Ei fallen lassen. Weil diese Eier sind nicht schlecht. Es gibt verschiedene Eier. Haben auf jeden Fall eine Heilwirkung. Aber ich glaube, man kann sie auch andersweitig einsetzen. Naja, egal. Hat das Huhn erst nochmal schon. Ich gucke mich hier um. Hier muss auch irgendwas ganz Furchtbares stinken, wenn ich hier schon diese ekligen Fliegen höre. Guck mal. Wir können sogar Sachen schieben. Ist das nix? Das mal. Okay, ich habe es genau in die falsche Richtung geschoben. Anscheinend. Ach nee, ich habe das Fenster. Genau, ich habe das Fenster verdeckt. Das kann nämlich wichtig sein, denn es gibt manchmal die Möglichkeit, wie gesagt, dass man sich verbarrikadieren kann. Ein sehr cooles Feature, wie ich finde. Die Reste werden von kleinen Insekten gefressen. Bei Teil 5 gab es auch so ein, zwei Verbarrikadierungsszenen. Hat mir immer Spaß gemacht. So, Pistolenmuni. Oder das noch was? Hier sind einige kleine Objekte. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Okay. Die Taste und los. 1000 Points. Es wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis wir zum ersten Mal was kaufen können. Die Reste werden von kleinen Insekten gefährdet. Das hatten wir schon. So, da war nichts drin. Das könnte ich auch schieben. Ich werde es mal schieben. Ich bin mir nicht sicher, ob hinter solchen Objekten auch mal was liegen könnte. Oder ob das einfach nur für die Barrikadierung ist. Ne, da ist nichts. Okay. Gut, dann gehe ich mal hoch. Oh! Aber das ist zu einfach, oder? Wenn das einfach nur da liegt. Du hättest 1000 Points. Ich sage einfach Points dazu. Ich weiß, es ist wahrscheinlich die Währung da, Peters oder was das heißen soll. Keine Ahnung. Warte mal, da gibt es noch Trick 17, wie man da rankommen kann. Sind wir ein clever Schöher. Handgranaten ist ja auch eine schöne Spielerei eigentlich. Wir nehmen die Munition. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass... Nimm jetzt der Kerl hier. Nicht gerade sympathisch. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass was passiert, wenn ich die Waffe nehme. Also, dass eventuell Gegner kommen, weil das kommt mir gerade ein bisschen spanisch vor. Ja, ich weiß, wir sind eventuell in Spanien. oder wo sind wir? Wurde das? Ich weiß nur, dass wir in Europa sind, aber welches Land genau? Klingt auf jeden Fall so ein bisschen spanisch, wie die reden. Nee, was wollte ich gerade sagen? Ich lasse die Waffe erst nochmal kurz drin. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass hier eventuell die Action losgeht, sobald ich die nehme. Würde es doch totaler Schwachsinn sein. Aber, ich weiß halt nicht mehr. Das ist das Schöne. Es ist, wie, wann kam das Spiel raus für den GameCube? Kann vielleicht jemand mal nachgucken. Es ist echt schon lange her, seit ich es gespielt habe. Und, es wird doch für mich wieder so ein bisschen eine Neuentdeckung sein. Also ich weiß nicht, ob ich die Kuh töten kann. Ich werde es mal leben lassen, aber ich bin mir... guck mal, wie die sappert. Dafür habe ich mir das HDMI-Remake geholt, um genau so eine Scheiße zu sehen. So, ich werde jetzt das Huhn aber mal töten. Sorry.
gucken, ob es was bringt. Wahrscheinlich nicht viel. Müsste ich jetzt leben lassen sollen. Die können nämlich auch, die können Eier machen. Aber nicht, wenn sie tot sind, dann nicht. So, hier. Ein gelbes Kraut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die gelben Kräuter bringen. Ich habe noch nicht so... Ich bin noch gar nicht so wild drauf, mich zu heilen, weil es sind nur zwei Balken, die mir fehlen. Und ich weiß nicht, wie gut die Kräuter sind. Ich werde mal noch ein bisschen warten, vor allem jetzt, wo es noch so ruhig ist. So, ich tippel gerade auf der Seite rum, genau. Wollen wir mal hier noch reingucken? Also ihr merkt schon, das lohnt sich ordentlich, sich hier genauer umzuschauen. Ich weiß übrigens noch, dass manchmal in diesen Kisten auch was Negatives drin sein kann. Deswegen sollte ich mir angewöhnen, nachdem ich es aufgemacht habe, gleich nochmal das Messerchen zu schwingen. Damit mir da eventuell nichts Doofes passiert. So. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wir gehen nochmal hier lang. Hey Huhn, jetzt gib mir mal ein Ei hier. Ich weiß, du kannst es. Sei nicht so schüchtern. Hey, Huhn. So, da kommen wir dahin, wo wir waren. Huhn. Das habt ihr doch nicht so. Ach, blödes, gefliedertes Viech. Wahrscheinlich ist es doch selten, dass die ein Ei legen. Hallo. Danke fürs Fahren nochmal. Was um alles in der Welt? Wenn er doch nur mitkäme. Was? Wenn er doch nur mitkäme? Der wird dir nicht viel bringen als toter Polizist. Ja, nee, es ist nicht mal ein Polizist. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall tot. Oh, und jetzt klingelt... ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt noch das Headset ein bisschen richten. So. Gut, dann kann ich jetzt hoffentlich weitermachen. Ich wollte wahrscheinlich gerade hier rein. Hab mich über die Hühner etc. aufgeregt. Ja, wenn man öfters drückt, dann macht er auch schnell die Tür auf. So, nein, das ist... da war ich eventuell schon drin. Ging die Tür wieder zu? Ja, die Türen gehen wieder zu. Na toll. Okay, da war ich ja dann schon. So. Ich glaube, dann haben wir es eventuell schon fast, oder? Da links... Nee, wir haben es noch nicht. Wir müssen... Müssen mal gucken. Wir müssen da irgendwie hochkommen. An irgendeiner Stelle. Wir haben doch da oben was gesehen. Wir müssen mal gucken. Also, ne, ihr merkt schon, ich lasse mir halt gerne Zeit. Es wird halt auch mal ruhige Parts geben. Ich möchte das Ganze auch wieder genießen, erkunden. Das wird hier kein Super-Rush-Modus. Das dürftet ihr ja von den anderen Teilen gewohnt sein. Und das Spiel gibt es halt auch einfach her, finde ich, dass man sich das, dass man ein bisschen erkunden kann. Ich muss es gerade mal schauen. Ich war hier ja auch noch nicht drin, oder? Ah, gehen wir mal da hoch. Es wird natürlich auch Passagen geben, da ist der Levelaufbau eher wieder ein bisschen schlauchartiger. Dann wird es wieder schneller gehen. So, Gewehrmunition. Ich muss jetzt mal gucken, irgendwo, wenn ich oben bin, dass ich da vielleicht rausspringen kann, aber dann eben nicht unten bin. Ne? Dass ich dann mich halt oben, keine Ahnung, auf den Dächern so halb oder wenig, mehr oder weniger bewegen kann. So eine Stelle müsste es eigentlich geben. Hier ist nichts mehr. Okay. War ich auf der Seite schon im Gebäude drin? Nee, da kommt's zu gut, da komme ich nicht hoch. Okay, ich muss nochmal in das eine Haus. Wo es die Treppe hochging. Weil hier ist leider sonst nichts. Und dann dürfte es das fast gewesen sein. Ich gehe jetzt... Nee, das... Da ging es nicht hoch. Hier ging es, glaube ich, hoch. Dem Haus. Zack. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Ups. Was ist nebendran? Da, wo auch die Waffe lag. Und so langsam können wir uns dann die Waffe auch gönnen. Wenn ich es denn jetzt nochmal finden würde. Puff.
Da ist es. Wartet mal. Ach. Kommt da echt Gegner, wenn ich mir die Waffe schnappe? Nur um sicher zu gehen. So. Nur um sicher zu gehen. Das wird sie nicht auf ewig aufhalten, aber eine Zeit lang. So, und ist hier oben ein Fenster, wo ich rein theoretisch... Ja, genau so was habe ich gesucht, aber ich nehme jetzt erstmal die Waffe, ich will gucken, ob was passiert. Ein Gewehr. Und wie Sie sehen, passiert gar nichts. Ich habe jetzt einfach ein Gewehr, wie sieht es in meinem Inventar aus? Muss ja langsam voll sein. Man kann das Inventar später auch noch erweitern. So, kriege ich eine Info, was das gelbe Kraut nochmal kann? Wir haben schon 15.900... Okay, das klingt schon mal recht viel. Kombinieren, ich will es untersuchen. Mit einem grünen Kraut gemischt erhöht es ihren maximalen Gesundheitspegel. Oh mein Gott, das ist ja Hammer. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Okay, dann sollten wir das kombinieren. Und auf jeden Fall mal bald zu uns nehmen. Ich habe jetzt halt nur die Sorge, dass es vielleicht eine zu gute Heilung ist. Und dass wir das jetzt mehr oder weniger ein bisschen verschwenden. Hier haben wir übrigens Blendgranaten. Was das sein sollte, dürfte klar sein. Dann haben wir hier Brandgranate und die Handgranate. Alles klar. Das Gewehr nimmt einen ganz schönen Platz hier mit sich, muss ich ja mal sagen. Aber gut, dafür wird es absolut brauchbar sein. So, ich gehe jetzt hier raus. Mann, du hättest das Fenster auch öffnen können. Das stelle ich mir nicht so an. Hier, warte mal. Wie wäre es mit Nachladen? So. Okay. Oh, meine Nase juckt. Gut, schauen wir uns mal hier oben um. Und dann dürften wir es auch bald mal gehabt haben hier mit dem Durchsuchen. Na, guck mal, da liegt immer noch das arme tote Huhn. Wir könnten es auch ins Feuer schmeißen und so ein Brathähnchen machen. Das würde die maximale Gesundheit bestimmt auch erhöhen. Aber nö. Ha, guck mal. Ja, weil ihr in den ersten Parts teilweise auch geschrieben habt, ja, Munition, aufpassen und so. Natürlich. Wie gesagt, ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Ich brauche jetzt ein bisschen, bis ich da effizienter spielen kann. Natürlich wären Kopfschüsse von Vorteil. Ich bin aber eher der Freund, dass ich auf die Beine schieße und dass sie hinfallen. Das muss ich nur noch ein bisschen optimieren. Außerdem, wenn ich einmal schieße und die sich dann so krümmen, dann könnte ich die auch mit der Faust, glaube ich, wegschlagen. Das wurde mir auch nochmal geschrieben. Stimmt natürlich, im fünften Teil habe ich das sehr gerne gemacht. Und das möchte ich mir auf jeden Fall wieder angewöhnen. Das wird schon wieder. Ich brauche nur noch ein bisschen Zeit. Spinel, gut, ich habe mir fast gedacht, dass das ein Edelstein ist, den wir da von der Ferne gesehen haben. Und ich glaube, wir sind jetzt langsam mal fertig. Kann mich von, wenn ich gerade mal hier oben stehe, gerade noch ein bisschen umgucken, ob ich da eine Medaille irgendwo aufblitzen sehe. Aber wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so erpicht darauf, die Dinger zu suchen, weil später haben wir die Karte, dann ist es viel, viel einfacher. Ich denke, wir sind dann hier fertig. Können wir runterspringen? Klar. Überhaupt kein Problem hier für Leon. Gut, dann wäre ich doch dafür, dass wir noch ein bisschen Action hier machen und ins nächste Gebiet gehen. Wir haben uns ja jetzt ausreichend versorgt. Also los. Ja, nur noch richtig laufen und das wäre dann echt super. Rechts rum, ne? Ja. Rechts rum. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Häuschen übersehen oder so, aber ich meine, ich war überall drin. Außer in dem natürlich, das habe ich mir absichtlich für den Schluss aufgehoben. Und hat mir überhaupt nichts gebracht. So. Ja, wenn ich halt doch mal was übersehe, dann nimmt's mir bitte nicht krumm. Wir kommen hier noch öfters hin, also so ist es ja nicht. So. Okay, Leute. Jetzt wird's nicht mehr so ruhig, denn ihr habt's ja schon vorhin gesehen. Hier lauern auch ein paar Gegner. Das wird auch nochmal ein etwas größeres Gebiet. Unser Zielpunkt ist da unten rechts. Jetzt, wo nicht mehr so extrem viele Massen da sind, das war ja vorhin am Anfang nur wegen dem ja, für den Einstieg eben, die ja dann eh abgehauen sind. Jetzt handelt es sich aber um eine relativ normale Anzahl von Gegnern.
Und diese welche würde ich dann gerne auch... Ich würde das Gebiet gern cleanen. Sagen wir es einfach frei raus. Habe ich da gerade einen Hund häscheln gehört? Ich würde das Gebiet gern cleanen. Ach, ich wünsche mir jetzt schon das Scharfschützengewehr. Dann könnte das so schön von der Ferne schon machen. Kopftreffer, wenn der so wackelt, das ist gar nicht so einfach. So, da ist er natürlich schon aufgeschreckt. Hier, unser Freund. Na komm, zieh runter. Halt schon ein bisschen mehr aus. Aber wenn ich jetzt hinrenne, shit, ich bin zu weit weg. Ja, das war jetzt natürlich saudumm. Aber gut. Wenn das so krümmt und ich hinrenne, dann kann ich ihn einfach K.O. schlagen. Das will ich mir wieder angewöhnen. So, da beginnt die böse Musik. Und ihr habt's gemerkt, er hat schon mehr ausgehalten, der Typ. Also jetzt geht's los hier. Da hinten, blöder Bauer. Das Spiel ist damals leicht geschnitten zu uns gekommen. Mittlerweile hat sich das aufgehoben, soweit ich weiß. Aus mir unerklärlichen Gründen gab es da zu Beginn auch nicht diesen Ada. Ach, jetzt habe ich es verraten, aber gut, das Volieren ist da ist auch Ada Wong. Was machen wir uns denn vor? Da gab es noch so einen kleinen DLC und den haben sie rausgenommen. Was auch immer das dann mit einer gültigen Zensur zu tun hat, weil... Fragt mich nicht. Aber das ist, wie gesagt, mittlerweile ist das Spiel ja draußen. Ich könnte einfach von dem Zaun da, dann hat er null Chance zu mir zu kommen, der Kerl. Ich störe die Leute ja ungern beim Arbeiten, aber... Das war ein Crit. Das tut mir aber leid. Ah, geil. Wir können später die Waffen tunen und ich glaube, die kritische Wahrscheinlichkeit dann auch deutlich erhöhen. Da freue ich mich schon drauf. Das Schöne ist auch bei dem Spiel, was tot ist, bleibt tot. Es sei denn, ne, gewisse Trigger-Effekte natürlich, wenn man nochmal hinkommt. So, hier ist nochmal ein... Ich gehe näher hin. Warum sollte ich mir so eine anstrengende Schießübung denn antun? Aber ich höre noch jemanden arbeiten. Ich traue mich noch nicht so ganz... Ich jetzt ganz gemütlich hier umzuschauen. Ich würde erst cleanen und dann sammeln. Da drin muss noch einer sein. Ist hier draußen noch jemand? Ach, was ich bei dem Spiel nicht so mag, aber gut, das ist halt der Stil mit ein bisschen so die viele Grautöne in dem Spiel, aber... Oh, wer bellt denn da? Ist das mein Freund, dem ich geholfen habe? Hey, Kumpel, was ist los? Geht's deinem Bein besser? Was ist denn los? Alles gut? Hast du Angst vor mir? Hey, ruhig, hey. Ist alles gut? Weiß nicht mehr, ich war der Freund, der dir geholfen hat. Hey, mein Kumpel. Alles gut. Ja? Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass es später an eine Stelle kommt. Quasi meine Belohnung dafür, dass ich dem Hund geholfen habe. Aber dass der jetzt auch hier rumtümpelt, das ist mir gerade neu. Ist da einer drin? Willst du mir irgendwas hier zeigen? Weiß nicht, will er mich wohin führen? Alles gut? Ne, ich glaube, der will einfach nur weg von mir. Der hat Schiss von mir. Der will mir nichts zeigen. Naja. Das wird schon noch. Man muss sich ja auch erst so eine Vertrauensbasis, aufbauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Hier ist nur stinkende Jauche. So, Mensch, jetzt haben wir uns so schön viel Zeit gelassen, aber das tut dem Spiel auch einfach so gut, finde ich. Ich will jetzt nur noch diesen einen Typ töten. Vielleicht ist der Hund ja auch aufgeregt, weil es hier noch böse Menschen gibt. Ja, ich sammle jetzt mal. Ich glaube, diese 8 Medaillen, es sind glaube ich immer 8, die sind jetzt hier wirklich auf diesem einen Feld, später sind die deutlich krasser verteilt. Ach nee, es sind 15. Okay, ob ich jetzt hier wirklich 15 finde, wage ich dann doch zu bezweifeln. Ah, ich glaube, ich weiß gerade wieder, wie die Hühner Eier legen. Wenn ich einen Schuss abgebe, dann sind die doch total Tiere. Habt ihr das gemerkt? Aber nee, sie haben noch nichts hier. Ja, mein Kumpel. Lass mich mal
Das können wir gleich nochmal testen, ob sie dann vor Aufregung vielleicht ein Ei auspacken. Na, wie fandet ihr das? Wie fandet ihr das? Hühner! Also ich weiß nicht, die waren früher ergiebiger. So. Vielleicht will mir der Hund so ein bisschen die Stellen zeigen, wo die blauen Symbole sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich will den einen Arbeiter hier noch töten, der mich, den ich schon die ganze Zeit hier höre. Ich glaube, der ist da drin. Da. Sehen nur leider noch nicht. Na, guck mal. Könnte natürlich auch oben sein, der Typi. Ach, komm schon noch ein bisschen. Danke. 4 von 15. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das irgendeine... Oh shit. Ob das irgendeine Belohnung gibt. Tust du mal bitte nicht so schnell. Unglaublich, ey. Hey, aber cool. Das ist so geil. Man kann... Und jetzt hin. Jetzt hin. Hopp. Wie geht das? Hey, das geht gar nicht. Fuck. Ich hätte schwören können, das geht. Oder geht das erst ab dem 5. Teil? Ich habe alle Tasten gedrückt. Eigentlich hätte das gehen müssen. Egal, der wird jetzt eh gleich sterben. Aber ich finde das so schön, wie... Du bist noch nicht tot. Oh, shit. Ja, weg da, weg da. Oh, jetzt sterbe ich hier gleich. Juhu. Wie war das nochmal? Im Menü habe ich die Ruhe weg, ne? Gut, da läuft die Zeit nicht. Hey, das hätte aber klappen müssen mit dem Haken. Und da ging das erst ab dem 5. Teil. Seht ihr, das sind halt noch so ein bisschen die Experimente. Da brauche ich jetzt noch ein bisschen... muss ich einfach rumprobieren, bis ich mir da sicher bin. Mal schauen. Ah ja, das Maximal wurde ein bisschen erhöht und es gab circa 2 Balken. Ein bisschen mehr wie 2 Balken. Okay. Alles klar. Naja, egal. Finde ich jetzt nur ein bisschen schade einfach, weil... Das hätte halt... Kann ich jetzt ihn zermatschen oder irgend sowas? Nee, geht halt gar nichts. Ich erwarte zu viel. Was auf deinem Bobbesuff. Ja, ich weiß. Die Rückenschmerzen. Mit den Kopftreffern, das wird auch noch. Gib mir da noch ein paar bisschen Zeit. Ich muss jetzt erstmal grundsätzlich treffen können. So. Okay, jetzt haben wir ja doch ein bisschen aufgeräumt noch. Warte mal schnell, bevor der Loot verschwindet. Haben wir ja vorhin schon gesehen, der bleibt nicht ewig liegen. Okay. Da drin ist immer noch jemand, ich höre ihn. Da, mitten bei der Arbeit. Das war jetzt ein Kopftreffer. Wenn ich die Zeit habe, mache ich das natürlich gerne. Und ich finde, was ich gerade vorhin sagen wollte, ich finde das einfach, diese Details... Oh, so schön... Dass man den zum Beispiel halt die Waffe aus der Hand schießen kann. Boah, komm schon. Oder wenn sie sich so halten. Ja, wunderbar. Kopftreffer deswegen so gut. Wird aber später noch deutlich besser. Die Waffe hat halt noch nicht so einen wirklich hohen Crit. Das wird später bedeutend besser. Ja. Naja. Es erfordert noch ein bisschen Übung. Hier habe ich was. Ich könnte... Warte mal, wie war denn das, wenn ich das jetzt prüfe? Mann, das stinkt. Moment, ich werde jetzt erst... Kann ich das nicht irgendwie zumachen oder so? Weil ich könnte jetzt diesen Schmuck zwar abschießen, aber dann fällt es in die Gülle rein und dann ist es kein so toller Schmuck. Aber wenn ich das hier erst zumache... Na, dann abschieße. Ein paar Erinnerungen sind ja doch noch da. Wie schön. Dann haben wir nämlich einen Perlenanhänger, einen sauberen Perlenanhänger. Wenn ich jetzt Bock habe, könnte ich es wieder öffnen und baden, aber ich möchte gerade nicht baden. Ich möchte speichern. Wir werden uns dieses Gebiet dann das nächste Mal natürlich noch genauer anschauen. Es ist noch viel, was mir noch so ein bisschen, ne, was ich ein bisschen lernen muss, was mir noch ein bisschen unklar ist. So wie die Sache mit dem, dass ich jetzt keinen Kinnhaken machen konnte. Natürlich spielt man dann auch ein bisschen ineffizienter, wenn ich rumprobiere und experimentiere. Aber diese Experimentierphase wird mit der Zeit natürlich auch enden. So, also, dann würde ich vorschlagen, bis morgen, wenn es hier natürlich weitergeht mit Let's Play Resident Evil 4. Also, bis denne.